Hi Dosch! Hallöchen! Wie geht's dir? Danke, gut. Ich bin ein bisschen müde, aber ansonsten alles okay. Bei ich dir? Genauso. Wir müssen ja mit dem BMW weitermachen. Leider haben wir unser Vorhaben, den Wagen in 10 Tagen fertig zu machen, nicht geschafft. Weil ich hatte viel zu tun gehabt. Hier in der Werkstatt wird ja komplett umgebaut. Du hast ja schon ein bisschen was umgebaut. Ja, ich habe ja ein bisschen was umgebaut. Hier AMG und so, alles darüber. Kannst du ja mal kurz filmen. Alter, das ist geil. Muss hier ist jetzt so da eine muss ich einmal flexen hier. Schöne Ecke, ja. Oh. Du musst was? Flexen mit Flexisport. Flexen mit Flexisport. Ja, dazu mache ich noch eine Werbung, Leute. Ich sage euch, Black Friday hauen die so einen Preis raus. Das heißt, wenn sich irgendwie einer so einen elektrischen Tisch kaufen möchte, soll er warten. Auch gern zu Hause haben. So ein Bürotisch, höhenverstellbar. Ich kriege ja noch eins, ist aber für mein Büro. Ja, nee, seid ihr auch gegönnt. Dankeschön. Wir können ja dein Büro mal ein bisschen schön umstellen. Ja, das ist das Nächste. Ja. Erstens die Werkstatt, dann irgendwann Büro. Hoschgeld ist bei Kfz, so schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um diesen BMW. Genau. E46, Cabrio, M54, B25 mit 192 PS. Wir haben den gemessen und der hat 192 PS noch. Wahnsinn, muss ich sagen. Das, was auf dem Fahrzeug schon genau. Steht. Er hat 252.000 gelaufen. Oh. Über 20 Jahre alt das Auto. Für den lieben Burhan reicht das natürlich nicht. Und der bekommt jetzt hier einen Kompressor-Kit. Von Infinitas hat er selber gekauft. Wir haben ja jetzt hier die neue Generation Kompressor. Ich habe ja auch bei mir umgebaut. Ich habe die ältere Vision gehabt. Was jetzt neu ist, weiß ich nicht. Werden wir zusammen herausfinden. Darf ich einmal da reingucken? Nein, nein, ich hole das jetzt einzeln alle raus. Okay. Ach, wir das dürfen mal nicht gucken. Doch, doch, ich zeig das doch. Ah, okay. Ich dachte, ja, alles gut. Okay. Nein, ich zeig das. Bleib doch mal alles easy. Was ist los mit dir? Sehr gut. Frauen und Überraschung. So, einmal das haben wir. Ja, unsere Ansaugung, ist die anders? Die sieht so ein bisschen anders aus als meine. Meine ist ja orange gewesen. Silber, aber ich finde Silber auch nicht schlecht. Wenn ihr den Silber holt, spart ihr noch mal ein paar Euro, ne? Weil der nicht pulverbeschichtet. Jetzt haben wir so einen Schlauch, Aldosch. Mhm. Das ist neu. Ah, ne, weil du musst das Rohr hier rausholen komplett. Und die Dinger hier, das sind ja Blindstopfen für die Kurbelwendenentlüftung. Mhm. Ist auch was Neues, habe ich nicht so gehabt. Dann hat der nochmal so einen OBD-Stecker. Aber ey, diesen OBD-Stecker hatte ich aber auch nicht gehabt. Ich habe es ja nicht bei Infinitas direkt gekauft. Ich habe das bei einem Zwischenhändler gekauft. Und es kann ja sein, dass er dann halt ein paar Sachen nicht mitgegeben hat. Wieso? Wie zum Beispiel sowas. Ist aber auch nicht okay. Ich weiß es nicht, ich will jetzt fragen, was unterstellen, alles gut. Und jetzt sehe ich was Neues, was ich auch nicht hatte. Ach, darum auch neue Generation. Wir haben 6 Einspritzdüsen, die sind dabei. Ey, allein die hier kosten 300, 400 Euro. Echt jetzt? Ja. Und das sind die gleichen Düsen, die ich auch bei mir verbaut habe. Was ist jetzt mit dem Das sind dabei, die 440er Düsen. Höchstwahrscheinlich. Nee, das sind die auch, die sind anders. Ja, die sind anders. Für den einen oder anderen, der sich so ein Kit holen möchte, wird dieses Video sehr interessant. Was man rechnen muss, wenn man ein Kompressor-Kit kauft. Es ist nicht wenig. Also normal hat der, glaube ich, 220er. Und das sind dann Minimum 440er, vielleicht 600er, 630, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier einen Luftmassenmesserstecker. Das ist so ein Adapter. Das hier. Für den Luftmassenmesser Adapterstücke. Damit dieser Schlauch drauf passt. Da haben wir so einen schönen, stabilen Schlauch. Das müsste die Rückführung für Öl sein, so wie das aussieht. Kann aber auch für Servopumpe sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Da sind wieder Adapterstücke, Schläuche, Luftfilter. Ihr müsst ja die Halterung von der Servopumpe abbauen und das baut ihr ein. Schön stabil. Das sieht schon aus, als würde das hier... Ne, ist Aluminium. Den man selber zurecht basteln muss, das werde ich euch auch zeigen, das ist für die Drosselklappe höchstwahrscheinlich. Das ist für die Rückführung Öl. Das ganze Ölstab kommt raus und da muss einmal weggeflext werden und das kommt dazwischen, zeige ich euch auch im Video. Natürlich wird sich der Flachriemen hier ändern, ist ganz klar, aber der ist auch dabei. Da hat man nochmal eine Halterung für die Servopumpe, dann hat man nochmal die Ölzufuhrleitung für den Kompressor. Ist auch sehr interessant, wie man das einbaut. Aber mit einer Unterlegscheibe. Die Unterlegscheibe ist neu. Hier, das ist die Halterung, wo der Kompressor drankommt. Mit
den beiden Umlenkrollen, die ganzen Schrauben, Unterlegscheiben, auch die Befestigung für den Kompressor, auch sehr schön. Boah, das ist aber viel, ne? Das nimmt ja kein Ende. Drücklaufleitung für Öl. Also war das das andere für Servo. Okay. Die Drosselklappe. Die Drosselklappe kommt von hier raus, wandert hinter dem Kompressor und der kommt dann direkt an die Ansaugung. Dann haben wir noch die Adapterplatte für den Kompressor, wo die Drosselklappe drauf kommt. 115er Rolle. War deine? Meiner ist 80er. Also du musst dir vorstellen, meine ist ungefähr so. Bei Kompressor ist das ja so, es läuft ja über den Riemen. Desto kleiner diese Riemenscheibe ist, desto mehr Umdrehung kann der Kompressor machen, desto mehr PS hat man. Und ich habe 80er, das ist 115er. Du hast ja auch ein paar probiert. Kommt zuletzt unser Kompressor selber. So, mal gucken, ob der jetzt irgendwie anders ist als meiner. Meiner ist ja T313 gewesen. Also jetzt bin ich mal gespannt. Der sieht gleich aus. Der sieht gleich aus. Also, da hat sich nichts geändert. So sieht der Kompressor aus. Hey, meiner. Also ich habe das Gefühl, dass meiner so ein bisschen bulliger ist. Ich mach gleich auf und guck, wo ist der? Nee, ist der gleiche. T313. Ja. Nicht schlecht. Ich habe den ja vor knapp 2 Jahren eingebaut. Ja, sonst sieht eigentlich alles gleich aus. Was natürlich sehr interessant wird, wir haben volle Leistung, 192 PS. Und jetzt können wir echt mal sehen, was dieser Kit mit der Software, die wir von Infinitas bekommen, an Leistung bekommen. Ich habe ja mit Infinitas damals ja auch gesprochen gehabt. Ich habe gesagt, ey Leute, ich habe nur 200, was weiß ich, PS. Ich hatte ja irgendwas 243 PS gehabt und ich fand es sehr wenig. Und ich habe gesagt, was kann man da machen? Die haben gesagt, das ist Maximum, mehr geht nicht. Und dann haben wir Sachen geändert, wie zum Beispiel Düsen, Kraftstofffilter weg. Mhm. Wir haben eine andere Kraftstoffpumpe genommen. Plus Ladeluftkühler, plus kleinen Riemen und haben 314 PS geschafft. Also wohlgemerkt mit dem 4. Gang gemessen. Mit dem 5. Gang bin ich mir sicher, dass wir 320, 330 PS haben. Mit einem 325, also genau den gleichen Motor, Aldosch. Mhm. Also haben unsere Videos auch was gebracht, dass sie das angeschaut haben vielleicht und gesagt haben, ja, kein Kraftstofffilter mehr, dafür die Düsen, weil das habe ich ja gemacht. Und die sollen mal sagen, hier, unsere Videos bringen nichts hier. Jetzt kommen wir dazu, was kostet dieser Kit? Also, was denkst du? Ich habe damals 2500 Euro bezahlt für mein Kit. Kompressor, Kit, ich mache einfach Infinitas, dann wisst ihr Bescheid, ne? Infinitas. So, kostet 4.200 Euro kostet dieser Kompressor-Kit, der jetzt hier ist, Alter. So viel? So viel. Alles drin? Alles drin, wie zum Beispiel Software. Also die Software, die bekommt er Software. Kabel, Einbauanleitung. Und, was ich bei Infinitas gut finde, ich kriege Beratung. Das ist alles dabei, Aldosch. Mhm. Aber alle Änderungen am Fahrzeug müssen eingetragen werden. Das heißt Einzelabnahme. Einzelabnahme. Das ist nicht dabei. Das kommt plus. Ne? Mach ich nochmal hier. Plus. Einzelabnahme. Weißt du, was das kostet? Was kostet das? 920 Euro. Nein. Ja. Einbaukosten. Ja, stimmt. Ne? Ich sag mal, Einbaukosten müsst ihr rechnen, wenn ihr es nicht selber machen wollt. Einbaukosten. So, liegt bei 500 bis 800 Euro. Sagen wir 6000 Euro. Müsst ihr ungefähr rechnen, wenn ihr so ein Kompressor-Kit bei euch verbauen lassen möchtet. Ihr könnt ja jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Ist es zu teuer? Würdet ihr das bei euch machen oder nicht? Und wenn ihr jetzt fragt, gibt es einen Rabattcode oder so, dann gibt es nicht. Also ich mache auch keine Werbung für Infinitas, ich habe es auch nicht selber bezahlt. Und ich bin nur einfach dafür zuständig, dass ich hier einbaue und danach messe. Bei dem BMW ist das ja so, wir haben ja den Benzindruckregler im Benzinfilter eingebaut. Ja.
Und der hat ja mehr Druck gehabt, den Sie geliefert haben. So, dass du den Benzindruck erhöhst. Das habe ich ja damals, habe ich ja das auch als Schwachstelle gesehen. Ich baue das aus, baue den Original mit den originalen Druckregler und baue andere Düsen ein. Ja. Das, ich finde das witzig. Jetzt steht dieser Kit da. Und da sind neue Düsen. Ja, weißt du, was jetzt so fehlt? Wenn jetzt hier noch ein Nadelluftkühler wäre, dann hätte ich gesagt, okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kauft sich zu. Bis dann. Auf drei. Ciao. Treuer. Treu mehr. Treuer.